des ersten Sturms. Team Kanada, die Heimmannschaft heute gegen den HC Davos. Und die Kanadier mit Packbesitz gleich zu Beginn. Fata schickt Roost in die Ecke. Die Kanadier haben sich vorgenommen, die Davoser in deren Zone zu beschäftigen. Das hat Doug Sheddon vor dem Spiel gesagt. Und sie wollen vermeiden, dass die Davoser mit ihren langen Pässen schnell durch die neutrale Zone kommen. Und ziemlich genau das Gegenteil will selbstverständlich der HC Davos. Robbie Earl, die 95, einer der Ergänzungsspieler der Bündner. Robbie Earl, der einen Penalty verschossen hat. Gestern im Startspiel des HCD gegen Vítkovice. Spielt bei Salzburg, eine der Leihgaben aus Österreich. Salzburger ja auch in der Mannschaft des Team Kanada. Das ist Earl. Wir können sich lösen. Pavel Brendl schießt die Scheibe wieder in die Angriffszone hinein, aber keine Mühe für die Kanadier, sie dort zu kontrollieren und zu übernehmen. Vigier findet allerdings nur Jan von Arx. Und dann ist es Gregory Scharoni. Der Seina überlässt, erste Parade in diesem Spiel, kommt vom kanadischen Torhüter, kommt von Jake Allen, dem 21-Jährigen, der hoch eingeschätzt wird, als Nummer 34 gedraftet wurde vor 3 Jahren von den St. Louis Blues. Aber wie gesagt, noch in der American Hockey League spielt, bei Peoria Riverman. Entlang geht es nach vorne Richtung Rita Opera. Auch der hat bei seiner ersten Parade keinerlei Mühe. Glenn Metropolitans, der noch Zuger, bald Lugano-Spieler. Und aggressive Arbeit vom 17-jährigen Lukas Sieber. Es hat die Partie nach etwas mehr als 2 Minuten unterbrochen. Jean-Pierre Vigier auf der Bank, das ist der Head Coach Mark Crawford. Assistiert einerseits von Doug Sheddon, andererseits von Trent Yawney. Davoser Vorstoß. Aber in der Mitte alles zugemacht von den Kanadiern. Beltier beschäftigt die Davoser, aber die finden eine Lösung für dieses Problem. Robbie Earl. Dann bringt Brendl den Pass von Ramholt nicht unter Kontrolle. Das Ganze beginnt wieder von hinten. Down für Brandon Reed. Aber auch da wird es nicht gefährlich für das Davoser Tor.
die Davoser, die ihre Schnelligkeit noch nicht wunschgemäß ausspielen können. Schuss von Jan Fonax, gibt den Abpraller, der geht zur Seite und wird dort von Stacey Roos übernommen. Und Sean Hines trägt die Scheibe aus der kanadischen Zone raus. Hines versucht Jan Fonax zu umlaufen, das gelingt ihm auch weitgehend. Wird dann auf die Seite abgedrängt, überlässt Derek Walser. Walser ist gut, der Pass für Pettis. Das Tor ist offen und ist dann verschoben. Beste Möglichkeit bisher in diesem Spiel. Nach dem Traumpass von Derek Walser für Domenico Pettis. Der entscheidet sich zu dribbeln und ist dann hinter dem Tor. Dann ist das Tor verschoben, aber es gibt keine Strafe dafür. Der Kanadier landet am Gehäuse, von Sandro Rizzi dahin befördert. Hat der HCD Glück gehabt. Gleich mehrfach. Aggressiv in der Zone des HCD, Beras Abwehr. Ah, die Kanadier bisher Herren in der neutralen Zone, also das geht auf nach ihrem Geschmack. Joel Perrault mit Pascal Pelletier jetzt an der Scheibe und Byron Ritchie, die 93. Kwiatkowski. Pelletier, aber genau in die Fanghand von Reto Perra geschossen. Pascal Pelletier von den NSCL Tigers. Perra blieb da ganz cool. Der großgewachsene Torhüter des HC Davos, 1,94 groß, 90 Kilogramm schwer. Das ist der Drummer von Rammstein, Christoph Schneider, wie angekündigt, an der Bande bei Arno Del Curto. Fata. Roost. Und Brandon Reed in die Beine von Robbie Earl. Holt sich die Scheibe zurück, wieder Roost. Reed für Fata. Der wird von Ramholt bearbeitet. Braucht Unterstützung, bekommt sie vorläufig nicht. Bringt die Scheibe dennoch vors Tor, aber dort steht Robin Großmann. Ideal aus Davoser Sicht. Sena sprintet auf diese Scheibe los. Findet den Mitspieler. Das ist Gregory Scharoni. Scharoni, der ist ausgezeichnet, versteht die Scheibe abzudecken. Wieder zurück zu Sena. Dann Rizzi. Kann dieses Zuspiel nicht kontrollieren. Dann gibt es Platz. Wieder für Pettis. Diesmal schießt er. Und wieder scheitert er. Egal ob Dribbling, egal ob Schuss. Die Scheibe landet nicht im Tor, wenn Pettis die guten Möglichkeiten hat. Nicht bisher. Knapp 7 Minuten sind gespielt. Kwiatkowski. Komm.
Sieber hat das ganz geschickt gemacht. Die Seite gewechselt via Bande. Dort ist Bürgler und dort ist auch Steinmann. Aber Metropolit kann übernehmen. Beweist ein gutes Auge. Und Ramon Untersander beweist Standfestigkeit gegen Brett McLean. Tatiček bleibt hängen. Metropolit für die Kanadier. Glenn Metropolit. Auch da eine sichere Parade mit dem Beinschoner von Rito Berra. Da kommt ein erster langer Pass. Zumindest war das so geplant von Rito Fonax. Abgefangen. Sikora. Aber Corey Murphy macht das ausgezeichnet. Wirft sich in diesen Pass. Sonst wäre es gefährlich geworden. Beltier. Der Langnauer dreht seine Kreise, findet Perrault. Ryan Parent, einer der Spieler aus der American Hockey League, und Strafe angezeigt. Der kanadische Torhüter hat das Tor verlassen. Es wird also eine Strafe gegen den HCD geben, sobald ein Davoser die Scheibe berührt, was noch nicht der Fall ist. Die Kanadier mit dem sechsten Feldspieler versuchen da Druck auszuüben, aber jetzt kann die Strafe ausgesprochen werden. Die erste in diesem Spiel, ein Stockschlag. Es trifft wohl ihn, Robbie Earl. Beide Herr-Kiedsrichter sind mit einem Mikrofon ausgestattet heute, damit wir ein bisschen mitlauschen können. Powerplay für die Kanadier. Jakowski durch die neutrale Zone überlässt Pettis. Pettis für Baudouin. Scheibe kommt vors Tor, aber da sind nur Gelb-Blaue. Seina gewinnt vor allem eines, nämlich Zeit. Macht das geschickt. Sorgt auch dafür, dass fliegend gewechselt werden kann. Nicht ganz unerheblich, wenn man unter Druck gerät, in Unterzahl. Ist es ganz wichtig, eben wieder frische Kräfte bringen zu können. Das ist den Davosern hier gelungen. Über die Hälfte der Strafe ist bereits vorbei. Und überhaupt noch nichts passiert. Jetzt ein Schuss von Vigier. Murphy. Und Heinz. Droplet. Man kommt dem Tor näher. Viel Druck von den Kanadiern, aber auch hier. So richtig gefährlich war das nicht. Da haben die Davoser ihr Penalty-Killing recht gut im Griff. Und es bleiben nur noch 20 Sekunden Überzahl für Kanada. Walser. Für Ritchie. Das gibt eine Strafe und das gibt natürlich Pfiffe von den Davoser Fans. Wir haben den Vorteil der Zeitlupe. Ein Beinstellen, meinen die Schiedsrichter, soll es gewesen sein von Peter Sikora. Geht der Stock ans Bein und damit ist es halt ein Beinstellen. Auch wenn das die Davoser Fans nicht so gerne sehen. 7:5:3. Aber
Den Navosern gelingt es, sich die Scheibe zu holen, wegzuschießen und damit zumindest diese kurze Zeit an doppelter Unterzahl zu überstehen. Aber es dauert immer noch 1 Minute 45 Sekunden, die Kanadier mit einem Mann mehr zumindest spielen können. Ramos, schon wieder weg. Earl. Rito von Arx. Er ist vor allem auf Zeitgewinn aus. Und auch hier kann fliegend gewechselt werden. Bettis. Mit Radzieher in Überzahl. Heinz sucht Bettis und das war eine gute Aktion in Überzahl. Die beste bisher von den Kanadiern, muss man sagen. Denn allzu viel haben sie uns noch nicht gezeigt mit einem Mann mehr. Heinz. Curtis McLean sprintet der Scheibe nach. Dann kommt der Puck Richtung Tor, aber da ist die Fanghand von Berra. Und so bleiben nur noch 30 Sekunden der Überzahl. Ja, die Davoser machen das wirklich geschickt. Lassen nicht allzu viel zu. Die letzten Sekunden dieser Überzahl. Jetzt ist das gefährlich, denn mitten im Slot stand da Jean-Pierre Vigier. Aber Davos scheint das überstehen zu können. Tatsächlich, es gelingt. Davos wieder komplett. Das war eine schwierige Phase und die Kanadier versuchen es jetzt bei Gleichbestand. Kommen allerdings auch nicht weiter. Ninima kann klären, findet Pavel Brendl. Brendl sucht Sikora, aber diese Scheibe geht ins Netz und damit haben wir einen Unterbruch. Interview bei Steffi. Dario Bürgler, wie ist das die zwei Strafen? Happig? Ja, ist sicher immer streng. Unterzahl, Überzahl, du musst Schlüsselspieler hauptsächlich auch forcieren. Und ja, das ist immer ein bisschen mühsam, aber wir haben es gut überstanden und jetzt hoffen wir, können wir davon profitieren. Danke vielmals. Knappe 7 Minuten noch. Kanada logischerweise mit Vorteilen, was die Chancen betrifft. Aber die ganz große Gelegenheit, die gab es bisher noch nicht. Brandon Reed auf dem Eis für dieses Bulli. Oh, jetzt vielleicht Seina. Gut, eine Übersicht. Jan von Arx. Und es gibt eine Strafe gegen die Kanadier, gegen Corey Murphy. So, damit heißt es also Probleme allenfalls für die Kanadier. Ich habe auch ein kleines, allerdings eher gesundheitliches Problem. Deshalb ist Jan Billeter hier und übernimmt zumindest mal, ja, mal für das Powerplay. Genau, bis gleich.
fürs Powerplay. Also kurze Pause für Stefan Bühr und also das erste Powerplay in dieser Partie für die Davoser. Das ist Guckisberg, der mit viel Tempo in die kanadische Zone hineinkommt, zu Fall gebracht wird, aber keine Strafe vom Hedgehitzichter Duo und die Scheibe wieder aus der Zone draußen. Andere Seite, viel mehr Platz für Brendel, wieder Guckisberg. Earl mischt sich mit ein, aber da war die Unterstützung zu wenig gut. Kanadier können aber auch nicht befreien. So, jetzt könnte es klappen mit der Davoser Powerplay-Formation. Über eine Minute bleibt noch Zeit, etwas zu kreieren. Earl sucht den Mitspieler. Der Schuss von Brendel. Noch einmal Scharfschütze Pavel Brendel. Dieser Schuss wird geblockt und die Kanadier können befreien. Wechsel beim HCD, die nächste Powerplay-Formation kommt zum Einsatz. Von Arcs Schuss zu hoch über das Glas ins Netz. Und das noch einmal der Zweikampf. Guckisberg wird hier ja sicher aus der Balance gebracht. Grenzfall, aber kann man durchgehen lassen. Vor allem, wenn eine Mannschaft in Unterzahl ist, dann drückt man hier ein Auge zu. Noch knapp 5 Minuten im Startdrittel und noch 35 Sekunden. 5 Davoser gegen 4 Kanadier. Bürgl, Tatiček gegen Kwiatkowski. Guter Einsatz der Kanadier. Es gelingt den Davoser nicht, sich festzusetzen. Noch ein Versuch. Schöner Pass von Forster zu Reto von Arx. Von Arx im Moment auf sich alleine gestellt. Jetzt kommen die Kollegen ins Drittel hinein. Guter Pass von Von Arx zu Rizzi, aber kein weiterer Spieler, der sich in diesen Angriff einmischen kann. Und die Kanadier sind wieder komplett. Head-Schiedsrichter Stricker in seiner neuen Rolle hat den Kanadier zurück aufs Eis geschickt. Scharoni, den Steilpassversuch zu Reto von Arx. Er ist als einziger der Powerplay-Formation noch auf dem Eis, lässt sich jetzt aber auch auswechseln. Reto Berra. Ganz ruhig, ganz kontrolliert. Das ist wirklich seine große Stärke geworden. Reto Berra hat sich sehr stark entwickelt in dieser Saison. Vor allem eben die Ruhe, die er ausstrahlt, hat ihn zu einem absoluten Top-Goalie gemacht im Schweizer Eishockey. Auf Augenhöhe fast mit Leonardo Cenoni. Ablenker vor Berra und weiterhin viel Betrieb ums Davoser Tor. McLean, Metropolit gegen Yannick Steinmann. Jan von Arx kommt dazu, Kwiatkowski von oben, guter Einsatz von ihm. Scheibe liegt frei, wer kann sie ausgraben? Strafe, der kanadische Headschiedsrichter Ghislaine Herbert schickt einen Davoser auf die Strafbank. Grégory Scharoni, da ist der Zweikampf mit Kwiatkowski. Scharoni hat eingehängt auf der rechten Seite. Das waren Steinmann und McLean dann im Zweikampf, aber auf der rechten Seite, da war der Einsatz von Grégory Scharoni, der zu weit gegangen ist. Die nächste 2 Minuten Strafe gegen den HCD, 3:21 vor Drittelsende. Noch einmal die Kanadier mit einem Mann mehr. Walter. Pittis. Blinder Pass, geglückt zu Kwiatkowski. Von Arx befreit, auch in Unterzahl ist Reto von Arx ein sicherer Wert. Er lässt sich auch gleich auswechseln, damit frische Kräfte aufs Eis kommen können. Auch die Kanadier bringen eine neue Formation. Oh.
Richie. Ja, die Kanadier können sich auch nicht festsetzen in der Zone. Noch ein Versuch, ob es nun gelingt, alle in Position zu bringen. Becho lauert vor dem Tor. Und ein Fehler. Gegenstoßmöglichkeit. Und Peter Sikora zieht los und trifft. In Unterzahl das Führungstor für den HCD. Byron Ritchie hat die Scheibe verloren. Er hat den Fehler gemacht. Und Peter Sikora ist losgezogen. Er ist ja ein Riesenbrocken. 100 Kilo schwer und dennoch schnell. Schauen Sie, er startet mit Rückstand zum Kanadier, kann sich dennoch durchsetzen und versenkt dann die Scheibe unter dem Dach. 1-0 HCD, genau 2 Minuten vor Drittelsende. Und Kollege Stefan Bührer ist wieder zurück. Fliegender Wechsel, Stefan. Natürlich. Also die Kanadier noch im Powerplay, Scharoni noch für 35 Sekunden draußen, Metropolit an den Pfosten. Oi, das wär's gewesen, 5 Sekunden nach dem Führungstreffer, der Ausgleich. Also es geht hier weiter mit der Druckphase der Kanadier. Mit einem Mal mehr, Offside, Scheibe war draußen, von hier oben auch gut zu sehen und der Linienrichter hat erst recht gesehen. Noch einmal der Abschluss von Metropolit an den Pfosten und Pech dann auch, dass die Scheibe über die Stockschaufel des Kollegen springt. Denn das Tor war offen. Machen wir das Drittel noch im Duo zu Ende. Also die Kanadier versuchen es weiterhin. Nun verstreichen die letzten Sekunden der Strafe gegen Scharoni. Dank den Mikrofonen sind wir wirklich voll da unten auf dem Eis mit dabei. Immer gut, wenn die Schiedsrichter uns diesen Gefallen tun. Ja, schön vom Schiedsrichter. Er hat gesagt, lass mich nur machen, ich löse das Problem. Du brauchst da gar nichts zu tun. Vichy und Steinmann im Clinch und keine Strafen. Auch hier kann man mal ein Auge zudrücken. Weiter geht's mit 5 gegen 5. Gleich beginnt die letzte Minute im ersten Drittel. Oh, Sieberspass für Steinmann. Spielt stark, der 17-Jährige. Ryan Parent mit einem vielleicht letzten Vorstoß für die Kanadier in die gegnerische Zone hinein. Aber auch dieses Problem lösen die Davoser. Und das wieder Peter Sikora, der Torschütze. Aber da hat der Kanadier gut aufgepasst. Tatiček, oben steht eine Frau in der blauen Linie, Reto von Arx. Ja, das erste Drittel geht zu Ende und es geht zu Ende. Vielleicht mit der Führung doch noch eine Chance. Schuss von Curtis McLean hier zum Schluss dieses ersten